Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir wollten eigentlich noch da gehen, aber wir sind jetzt hier, weil ich da vorhin so eine Power Gangers gesehen habe. Da ist das Skydive-Scheißteil. Und hier sind überall Wohnwagen. Hallo, Mr. Power Ganger. Willst du mich verarschen, Alter? Über so einen Fall mit einer Shotgun-Auto mir richtig in die Fresse rein, aber mein Service-Rifle trifft nicht. Übrigens nicht mehr so viel Munition, sehe ich gerade. Und 9mm haben wir auch kaum was. Assis, ey. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das können wir mitnehmen. Wir haben sogar unter 100 Kilo. Wer bist du? Crimson Cavern Guard. Die Crimson Caravan, da ist ja auch unser von Ringo ein Teil von gewesen. Waren wir hier nicht schon mal? Oder irre ich gerade? Das kann sein, dass ich immer im privaten, im Testlauf lang gegangen bin. Okay, und da sollen wir nach jemandem suchen. Danke, FPS, ey. Also das Normalspiel läuft ja gut, aber wenn er die Gegenstände erstmal rendern muss, dann scheiße wieder. Bad Doggo, no. Hundepelz nehmen wir mit, können wir bestimmt noch verkaufen. Oh nein, ich habe ihm den Kopf abgeschossen, armer Doggo. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Okay, jetzt nehmen wir unsere Pistole. Ich habe gerade die 3 gedrückt, da kam nichts. Da ist eine Mine. Mich verarschen. Also irgendwie funktioniert das nicht so gut mit dem Treffen. Was bist du denn? Und wir brauchen kaum noch Munition, sehe ich. Sehr gut. Oho, ich kann sogar mit der Shotgun treffen, bin ich, wenn ich nicht das True Iron Sights anhab. Oh, hier kann ich sogar schlafen. Das ist ja lieb. Habe ich, glaube ich, gerade einen Schuss gehört? Ich bin mir aber nicht sicher. Können wir dich hier rein? Ja, da vorne. Gut. Einmal im Kreis gelaufen für nichts. Okay, ihr habt wahrscheinlich wieder Whetstone. Ist das nicht ein Schleifstein? Kann ich den benutzen eigentlich? Weapon Repair Kit, das ist cool. Current Weapon. Ich möchte gerade dich hier reparieren. Ich glaube, das ist von dem Mod. Okay, es ist nicht so gut. Okay, gut, der ist nicht zum Schleifen von. Von Nahkampfwaffen geeignet. Leider. Obwohl, der. Ach, der repariert alles! Oder war so, mein Messer sieht es besser aus als vorher? Stand da. Current Weapon oder Current Weapons? Current Weapon, aber. Hm. Oh, das ist scheiße, ey. Also, ich weiß nicht. Von diesem Mod halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Von dem Wettermod.
Immer noch, ey, ohne Scheiß. Ach, schlafen hilft nicht, aber warten hilft einfach, oder was? Textur? Caution, wer hab ich denn gesehen? Textur? Möchtest du laden? Oh, jetzt lädt die Textur sogar. Cool. Hallo? Kannst du mich bitte nicht sofort töten? Das wäre echt nett. Echt geil, wenn er einfach durch den Zaun durchschießt, wo ich anscheinend nicht gut durchschießen kann. Und dann schießt er mich an und ich ziehe jetzt meine Waffe komplett nach links und kann nicht mehr schießen. Das ist... Ach, meine Fresse, ey. Ich will nicht mehr warten, danke. Na gut. Okay, vielleicht nicht durch diesen Eingang gehen. Da war gerade ein Explosionsgeräusch oder sowas, hat mir nicht so gut gefallen. Gibt es da mehr als einen Eingang überhaupt? Oh Gott, ich habe gerade geschossen, scheiße. Oh Gott, ich glaube, die haben mich gesehen. Willst du mich verarschen, da treffe ich nicht oder was? Okay, der Wettermod ist einfach scheiße. Das ist einfach... Wenn das Wetter sich langsam verändern würde, okay, aber doch nicht einfach so Sandsturm, sofort kompletter Sintflut, Regensturm, was soll denn das? Vor allem in der Wüste. Ich meine, ich dachte, der fühlt jetzt hier so ein bisschen coolen Himmel ein und so die Wettereffekte ein bisschen verbessern, oder ich das komplette Wetter neu so machen, das ist doch kompletter Schwachsinn. Ja, ich meine, die Leute von Obsidian Interactive haben sich schon gedacht, was da hier so... in der Nevada so passiert im Wetter. Nur wart hier noch einer. Ich muss schnell warten. Wird natürlich nicht, schade. Wir können noch ein Stimpack gebrauchen. Stimpedict. Lustig. Schauen wir mal hier hinten ab. Schön im verfickten Regen, der auch nur ein bisschen laut ist zum Glück. Gott, ey, dieses Spiel. Getötet. Hi. Ist er da oben drauf? Ist er dahinter? Keine Ahnung. Ach, da hinten. Ich glaube, ich hätte mein Perception einfach höher skillen sollen. Quick saving. Wo ist denn der Typ hier hin? Achtung.
Keine Ahnung, wo ich einer sein soll. Komme ich da rein ohne Schlüssel? Danke für den starken Regen. Kann ich die Tür einfach wegsprengen? Ich kann nicht warten, weil Gegner in der Nähe sind. Was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn da rein ohne irgendwas? Einen anderen Eingang gab es dahin ja auch nicht, oder? Wieso kann ich denn da nicht durchschießen? Okay, gut. Ich habe keine Munition mehr, sehe ich gerade. Nice. Okay, vielleicht haben die Tür jetzt aufgeschlossen. Einer von denen müsste jetzt einen Schlüssel mit haben. Okay, Markum Revolver, sehr gut. Ecktimer brauche ich nicht, danke. Superhelmet brauche ich auch nicht. Das. Okay, der hat den Key, das ist schon mal gut. Der hat das, das. Und wo ist seine Waffe? Hat der jetzt die Waffe von dem auf... Also hat der seine Waffe aufgesammelt oder wie läuft das hier? Okay, nehmen wir erstmal Items, reparieren wir unseren Revolver. Warte mal, welchen besser? Egal. Endlich hat der Regen aufgehört. Hey! You like that? Come on. Was soll ich denn da machen? Ich meine, mir war klar, dass irgendwelche Gegner sind, aber vier Gegner und ich habe halt einfach gerade keine Waffe dafür. Hatte so wenig Munition? Ich dachte, ich hätte gerade noch vier Schuss mehr gehabt oder so, aber anscheinend mache ich Scheiße immer. Auf welcher Taste soll meine Shotgun? Auf der 4, glaube ich, oder? Okay, zum Glück habe ich Bullet Time. Warte mal, ich hatte euch auf der 9 sowas hier, ne? Oder auf der 0? 8? 8 habe ich, gut. Das war schwer. Okay, Science brauche ich, glaube ich, 50 oder so. Ich mache jetzt mal ein bisschen was rein. Und ganz auf jeden Fall höher. Und noch hier einen Punkt rein, da noch ein paar Punkte rein. Dann. Okay, Bullet Time ist echt hilfreich, sehe ich gerade. Ich hab doch hier drauf gedrückt. Morning. Didn't know anyone would willingly walk into this place. Not unless they were looking for trouble. Hab dich fast erschossen. What's your story? Was hast du gemacht, dass du hier eingesperrt wurdest? I was a sheriff, believe it or not, for a small town far to the west of here. Short version is that sometimes justice is a little slow. I helped speed it up one too many times. I'm not sorry for anything I did, but I will do the time. Fair enough trade, if you ask me. Was würdest du dazu sagen, der neue Sheriff von Prim zu werden? Assuming an NCR pardon comes with the job, and it'd better. I also need to be able to do things my own way. Due process has its place. Sometimes it's just a waste of time. I'll need to know that I'm not going to end up right back in prison. Willst du mir damit jetzt sagen, dass du das Gesetz in deine eigenen Hände nimmst? When I need to. Yes. Okay, wir haben Deal. All right then. Guess I'll just make a quiet exit. No need for a goodbye party or anything. Ich hab dich übrigens gerade noch fast erschossen.
Warum will ich dafür kamen, wenn ich hier den Scheiß hier ausräume? Hä, warum ist das Diebstahl? Okay, 9 Kugeln noch. Für die haben wir ein bisschen mehr. 3 Kugeln. Wie soll ich noch 4? Ach ja, da ist ja noch einer rausgekommen. Gut. Ich habe kaum noch Munition und das ist scheiße. Alter, du hattest nichts mehr. Du hattest nichts mehr, außer ein Knife vielleicht noch. Okay, das ist dein Keep. Hatte ich hier nicht noch einen erschossen? Komisch. Okay, gehen wir nochmal ran, gucken, ob es hier noch was gibt. Oh Gott, der regnet endlich auf. Dankeschön. Soundbar, geil. Hallo. Gehen wir aus dem Turm auf und gucken, ob wir irgendwas sehen. Der Ring ist wieder da, was? Warum ist das ja alles stehlen? Ich verstehe aber nicht, warum das hier stehlen ist. Ich meine, ich töte hier eine Gang und trotzdem ist alles, was ich mache, stehlen. Obwohl, das sind doch alles böse Leute. Ich nehme nur das rechtmäßig eroberte Zeug zurück. Oh Gott, dieser Wettermotto so zum. Ich glaube, ich deinstalliere ihn bis zum nächsten Part. Der ist kompletter Schwachsinn. Also das ist wirklich einfach ein Scheißmod. Das Wetter macht einfach gar keinen Sinn. Erstmal aufs Klo gehen hier. Nach der ganzen Scheiße. Vor allem, der Regen hört gerade auf. Hier ist raus, regnet wieder an. Geil. Echt geil. Ja, ich weiß nicht, ob das im normalen Spiel auch so ist, dass hier so viel Scheiße ist, aber wenn, das ist echt zum Kotzen. Auch und hier ist wieder okay, wenn ich alles klaue oder was. Ne, natürlich. Das wichtige Zeug nicht. Ich verliere Karma. Warum verliere ich denn Karma? Das ist doch alles legitim, was ich hier mache. Ist ja nicht so, dass ich irgendwelche harmlosen Bürger beklaue. Ich nehme nur Zeug von erschossenen Gegnern. Okay, gucken wir mal hier in den Zellenblock rein. Und gucken mal, wie viel wir jetzt auf die Fresse bekommen haben. Aha! Es tut nur ein bisschen langsam, Scheiß rüber nachzuladen. Oh, komm hier, das nehmen wir alles mit. Autobatterie mit Licht. Das, das und das. Zellenblock B, ey. Nur ist nicht Mentats oder? Warum ist das Klau? Ich hasse dieses Spiel. Very easy. Er war leer, cool. Ist das auch gerade bei? Schrott brauchen wir nicht. Battle Caps, ja genau. You've lost Karma. Ich verliere Karma, weil. Oh Gott. Nee, ich verstehe das Spiel nicht. Oh Gott, ich habe alles mitgenommen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Also das wollte ich tatsächlich nicht haben, weil es Müll ist. Ich habe mal zwei Leute gut getötet. Richtig stolz auf mich.
Gut, dann haben wir das auch. Und dann würde ich sagen, sperren wir hier nochmal ab. Und ich hoffe, der Podcast gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.